Hallo liebe Freunde, in diesem Video geht es um den Windows 10 Spielmodus, das Aktivieren oder Deaktivieren und das Erhöhen der FPS. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Windows 10 verfügt über einen integrierten Spielmodus oder Game Mode, mit dem Sie die besten Funktionen für Spiele in Windows 10 nutzen können. In diesem Modus erhalten Spiele auf Ihrem Computer die höchste Priorität, um die höchstmögliche Qualität und Leistung zu gewährleisten, einschließlich der Erhöhung der FPS aufgrund von Hintergrundprozesse während des Spiels anhalten. In einigen Spielen wird dieser Modus möglicherweise automatisch aktiviert. Bevor Sie es jedoch für ein bestimmtes Spiel aktivieren, müssen Sie sicherstellen, dass es im System aktiviert ist. Dafür machen wir folgende Schritte. Gehen Sie zu Einstellungen, Win plus E-Tasten, Spiele, Spielmodus. Stellen Sie sicher, dass der Funktionsschalter Use Game Mode, Spielmodus verwenden, eingeschaltet ist. Windows 10 File Creators Update verfügt nicht über diesen Schalter. Sie sehen nur Informationen darüber, ob der Spielmodus auf diesem PC unterstützt wird. Gehen Sie danach zum Abschnitt Spielmenü und rufen Sie die Tastenkombination auf, um das unten stehende Spielmenü zu öffnen. Der Standard ist Win plus G. Sie können es auch hier ändern. Mit dieser Tastenkombination können Sie das Spielmodus-Einstellungsmenü vom Spiel aus starten. Ein Video über Windows Hotkeys ist bereits auf unserem Kanal. Siehe den Link in der Beschreibung. Starten Sie danach das Spiel und öffne das Spielmodus-Menü, indem Sie die Tastenkombination Win plus G drücken oder diejenige, die bei Ihnen installiert ist. Das Spielmenü wird über dem Spiel selbst geöffnet. Im Spielmenü öffnen Sie das Symbol Einstellungen in Form vom Zahnrad. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Spielmodus für dieses Spiel verwenden. In einigen Spielen funktioniert die Maus nach dem Öffnen des Spielfelds nicht. Das heißt, Sie können nicht mit der Maus auf die Spielmodus-Taste klicken oder die Einstellungen eingeben. In diesem Fall können Sie die Elemente auf dem Spielfeld mit den Pfeilen auf der Tastatur verschieben und mit der Eingabetaste aktivieren oder deaktivieren. Schließen Sie die Einstellungen, beenden Sie das Spiel und starten Sie das Spiel neu. Fertig! Der Windows 10 Spielmodus für dieses Spiel ist aktiviert und wird in Zukunft immer mit aktiviertem Spielmodus gestartet, bis Sie ihn auf die gleiche Weise deaktivieren. Beachten Sie jedoch, dass bei Computern mit guten Hardware-Eigenschaften, mit einer diskreten Grafikkarte und einer geringen Anzahl von Hintergrundprozessen die Erhöhung der FPS unbedeutend ist. Der Betrieb dieses Modus wird auf Computern mit integrierter Grafikkarte und bescheidenen Eigenschaften deutlicher. In Systemen, in denen immer viele Hintergrundprozesse ausgeführt werden, kann auch eine signifikante Zunahme erkennbar sein. Eine korrekte Lösung wäre in diesem Fall jedoch unnötige ständig arbeitende Programme zu beseitigen und den Betrieb des Betriebssystems im Prinzip zu optimieren. Ein Video darüber, wie die Computerleistung überprüft und gesteigert werden kann und wie das zu tun ist, wenn es langsamer wird, ist bereits auf unserem Kanal. Ich werde den Link in der Beschreibung hinterlassen. Denken Sie auch daran, dass alle Prozesse, die Sie während des Spiels starten, auch vom Spielmodus angehalten werden können. Das ist alles. Daumen hoch, subscribieren Sie unseren Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.